So sah es in den vergangenen Jahren im Augsburger Rathaus häufig zum Jahrestag des Kriegsendes aus. Zahlreiche Gäste des öffentlichen Lebens aus Politik, Wirtschaft, aber auch der Bundeswehr oder Veteranen, um das Jubiläum des Einmarsches der Amerikaner zu begehen. Dieses Jahr ist das leider nicht möglich. Dennoch darf dieser Tag auf keinen Fall ausfallen oder in Vergessenheit geraten, mahnt Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel. Wenn wir in der Geschichte eines gelernt haben sollten, dann ist es der Umstand, dass nichts selbstverständlich ist und schon gleich gar nicht der Frieden. Wenn wir vergessen, was zum Krieg geführt hat und wenn wir vergessen haben, was es für eine Anstrengung darstellt, friedliche Verhältnisse darzustellen und den Frieden aufrechtzuerhalten, dann gehen wir in eine schlechte Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, genau an dieses Datum des Kriegsendes in Augsburg auch zu erinnern. Diese Erinnerung kann wegen der Corona-Krise leider nicht in Form einer traditionellen öffentlichen Gedenkstunde im Rathaus stattfinden. Um zumindest etwas Ersatz zu schaffen, gibt es diese Gedenkseite. Denn der Einzug der Amerikaner markiert eine entscheidende Wende. Zuvor lag die Stadt am Boden. Augsburg wurde stark zerstört, weil es kriegswichtige Industrie wie die Messerschmitt-Werke oder die MAN beherbergte. Ich habe das Kriegsende nur aus Erzählungen natürlich erlebt und habe aber auch Bilder im Kopf, die mir gezeigt worden sind und die heute auch bei entsprechenden Gedenkveranstaltungen gezeigt werden. Ein Bild der Zerstörung. Wichtige Einrichtungen der Stadt Augsburg waren in Schutt und Asche. Und man sieht auch Bilder, auf denen die US-Amerikaner gezeigt werden, wie sie in Augsburg eingezogen sind. Schließlich markiert der Einmarsch der Amerikaner zugleich das Kriegsende und den Beginn einer völlig neuen politischen Ära. Um die Grundlage dafür zu legen, benötigten die Augsburger Hilfe der amerikanischen Befreier. In praktischen Dingen genauso wie in ideologischer Hinsicht. Man hatte ganz viele Sorgen von den Dingen, die nicht funktionierten, mit Wasser, Infrastruktur, Lebensmittelversorgung, all dem. Das war ein ganz konkreter Punkt, wo ganz viele amerikanische Hilfe notwendig war. Es ging darum, auch eine Entrümmerung der Städte voranzubringen. Da halfen die Amerikaner mit schwerem Gerät. Und dann eben die Entrümmerung der Seelen voranzubringen, sprich einen Weg zu finden, wie die Menschen, die jetzt diese vielen Jahre Nationalsozialismus und Militarismus erlebt hatten, in die neue Zeit zu führen waren. Für die Amerikaner ging es dabei auch in Augsburg wie in vielen anderen Teilen Deutschlands darum, die vorherrschende Geisteshaltung durch einen Wandel hin zu einer demokratischen Denkweise zu ändern. Zunächst ging es in einem ersten Schritt darum, diejenigen aus den Ämtern zu heben, die dort als nationalsozialistische Funktionäre saßen. Viele von denen wanderten in den Automatikarrest, zum Beispiel im Lager Göggingen hier, waren sehr viele interniert, die eben als Funktionsträger tätig waren. Der zweite Schritt war, demokratische Elemente aus der Bevölkerung in den Wiederaufbau einzubeziehen. Und dazu gingen die Amerikaner natürlich so vor, dass sie erst versuchten, Kommunisten, Sozialdemokraten, alle diejenigen, die in KZs gesessen hatten, oder sonst auch als Verfolgte des Nationalsozialismus galten, die mit einzubeziehen in den Wiederaufbau. Aufgrund der herausragenden Bedeutung des Tages hoffen alle, diesen künftig wieder im Rathaus begehen zu können. Denn der Einmarsch der Amerikaner am 28. April 1945 markiert den Beginn einer neuen Ära. Demokratie und 75 Jahre Frieden bis zum heutigen Tag.